Hallo ihr Lieben, das wird zur Abwechslung mal wieder eins meiner eher persönlicheren Videos. Ich habe ja schon öfters hier erwähnt, dass ich wahrscheinlich eher sowas bin wie ein freiwillig umgelernter Physiker. Da deutet vieles drauf hin. Ich habe auch akut gerade also sehr viel Lust, wieder mich mit Naturwissenschaften zu konfrontieren. Das letzte war jetzt einen Vortrag von der ganz wunderbaren und wirklich unglaublich klugen und schlauen Sabine Hossenfelder mit diesem jetzt auch schon relativ bekannten Vortrag Was läuft falsch in der gegenwärtigen Physik, den ich A absolut nachvollziehen kann, also weil sie ihn ja auch wunderbar für uns Laien nachvollziehbar macht, aber auch in seiner Konstruktion, weil ich ja parallel den Prozess der theoretischen Neugierde von Hans Blumenberg lese und ich sag mal so, ich finde da viel wieder. auch als jemand, der eben Philosophie studieren durfte. Was die Motivation und die Mechanismen innerhalb der Forschung angeht. Also ich glaube ja, dass viele Naturwissenschaftler sich wirklich einen Gefallen tun, wenn sie Blumenberg lesen, also diesen Prozess der theoretischen Neugierde, weil sie dann ihr eigenes Fach besser verstehen. Und zwar von seiner menschlichen Seite her, von seiner motivationstechnischen Seite her. Das nur aber nur am Rande. Ein weiterer Effekt, den dieser Vortrag auf mich hat, ist, bin unglaublich froh, dass ich damals den Ausstieg geschafft habe von diesem Pfad, der eher Richtung Naturwissenschaft geführt hätte bei mir und nicht da gelandet bin. Ich kann mir nur auf die Schulter klopfen. Es war eine gute Intuition, auch wenn meine wahre Motivation damals vielleicht verkehrt war, rückblickend gesehen, und ich dafür sicher auch einen hohen Preis bezahlt habe, unter anderem eine ziemlich große finanziell prekäre Lage, eine dauerhaft prekäre Lage und ein wirklich geringes, super geringes Einkommen, ein super geringes Vermögen. Aber ich bin trotzdem super happy, relativ zu dem, was ich mir da erspart habe. Aber das nur am Rande. Ich möchte hier eigentlich darüber reden, was Teil meiner Motivation war, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, obwohl mir wahrscheinlich wirklich viele als privilegierter Mensch viele Türen offen gestanden hätten. Ich würde es jetzt heute so sagen wollen, ich habe irgendwann realisiert, dass die mächtigste Macht, die interessanteste Macht auf unserem kleinen Planeten tatsächlich der Mensch ist, also wir selber. Und dass das halt Folgen hat und dass es sich lohnt, sich eher damit zu beschäftigen, als mit anderen, sag ich mal, Naturphänomenen. Also ich würde ja heute sagen, am ehesten ist wahrscheinlich das, was ich mache, Anthropologie. Und das ist halt nicht ganz unschlau, wenn man mit 7 bis 8 und Tendenz steigend und irgendwann dann nicht mehr steigend Milliarden anderer solcher Wesen auf einem Planeten zusammenlebt, leben muss. Das haben wir uns ja alle nicht ausgesucht. Es ist, wie es ist, ja. Und da mal zu verstehen, was diese unglaubliche, mächtige Spezies, natürlich nur relativ zu uns, also ich meine schon der Mars lacht über uns, sich damit mal auseinanderzusetzen. Weil höchstwahrscheinlich gibt es kein Entkommen von der Erde, nicht für die allermeisten von uns. Und die, die der Erde entkommen können, die tun mir schrecklich leid, sage ich mal persönlich, nach dem, was ich über Weltraumreisen mittlerweile herausgefunden habe für mich und über Umsiedlungspläne auf den Mars. Also wir sind wahrscheinlich dazu verurteilt, hier auf diesem kleinen Planeten miteinander auszukommen. Insofern ist es halt keine ganz unwichtige Frage, wie wir Menschen eigentlich funktionieren, wie wir ticken, wie wir in Wirklichkeit ticken. Im Gegensatz zu den vielen, vielen Bildern, die wir von uns haben und die, sag ich mal, aus der Geschichte kommen. Und teilweise, ich würde das ja mittlerweile so sagen wollen, auch aus traumatisierten Zuständen heraus. Also die interessantesten und ich würde auch sagen wirkmächtigsten Gedanken zur Anthropologie, Konzepte zur Anthropologie, also wie denken wir uns selbst, wie denken wir den Menschen, sind gemacht worden von schwer traumatisierten Menschen. Ich nenne nur zwei oder drei an der Stelle. Der eine ist Platon, der schwer traumatisiert war, multiple traumatisiert war von den Ereignissen in Athen rund um vor, während und nach dem Peloponnesischen Krieg. Das wissen wenige, dass das der Hintergrund der platonischen Philosophie ist, die halt unglaublich prägend geworden ist für das Abendland. Auch für überhaupt die Wissenschaft, den Wissenschaftsimpuls gegründet habe. Ich meine, die Akademie, wir reden ja heute noch von Akademien, ist eine Erfindung Platons, die er symbolhaft vor den Toren Athens gegründet hat, als Statement, ja, als antipolitisches Statement, aber das auch nur am Rande.
Also das ist einer. Dann eine weitere prägende Gestalt, die ist nicht ganz so bekannt, ist Thukydides, auch ein schwer traumatisierter durch den gleichen Krieg. Und in der Neuzeit haben wir den guten alten Thomas Hobbes, der schwer traumatisiert war durch den innerenglischen Bürgerkrieg. Ja, also das sind und daraus eigentlich den Grundriss geschaffen hat, auf dem dann die weitere moderne Staatsphilosophie gelaufen ist. Also über viele Stationen bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und das sind halt Gedanken von traumatisierten Menschen. Ja? Und die haben sehr geprägt, wie wir uns selber denken und was wir von uns selber halten. Insofern, also ich habe ja einen starken Hang zur Psychologisierung. Gegen die haben sich zum Beispiel gerade Philosophen und ich glaube auch manche Naturwissenschaftler verwehren sich sehr gegen den. Aber es ist halt hilfreich, wenn man die Menschen versteht, die danach hinterher uns verstehen oder für uns stellvertretend versuchen, die Welt zu verstehen. Wenn man deren Motivlage und auch deren psychologische Situation, auch deren soziale Situation besser versteht, das ist nicht ganz unwichtig. Und ich bin auch nicht der Erste, der diesen Weg beschreitet. Also Vorgänger sind eben, würde ich sagen, Leute wie Hans Blumenberg, der hat das so halb konsequent betrieben, weil er auch einen Vorbehalt hat gegen Psychologisierereien, den ich nicht mehr habe. Auch Richard Rorty wäre zu nennen. Also Leute, die letztlich eine menschliche Perspektive auf höchst unmenschliche Dinge werfen und mal fragen, was heißt denn das für uns Menschen und wie geht's uns damit und so weiter. Sorry, also liebevoll, empathische Fragen, würde ich mal sagen, stellen an große, große, große Dinge, Weltprozesse, Geschichtsprozesse, Wissenschaftsprozesse, kann man nämlich stellen und da kommen interessante Dinge raus, wenn man so hinguckt. Und sich mal die Psychologie dahinter und die Anthropologie dahinter mal genauer anschaut. Und ich glaube, dass wir uns da viele Irrtümer ersparen können und viele Umwege und auch vor allem viel Schmerz und viel Leid. Also wirklich durch verstehende Selbstempathie, weil wir sind schon ziemlich abgefahrene Wesen. Also wir haben schon auch manche reden ja von einer schrecklichen Freiheit. Das haben übrigens auch schon die Griechen getan. Ja, man spricht da vom Deinon und kommt im Kontext der antiken Demokratie auf. Ein Erschrecken über das Realisieren, über das Ausmaß der menschlichen Freiheit und auch der kollektiven Freiheit, die der Mensch hat. Also was der Mensch alles anstellen kann mit sich selber. Da gibt es ein großes, großes Erschrecken, schon in der Antike beobachtbar an den Texten. Also es ist ganz eindeutig. Das ist nicht erst was Neuzeitliches, Modernes. Und diesen Aspekt gibt es natürlich auch, aber wir sind ja nicht so furchtbar, dass wir jetzt notorisch wegschauen müssten, so nach der Devise, ich schaue mich selber nicht an, es ist alles ganz schrecklich, ich will nicht in den Spiegel gucken und was ich da sehen würde, ist, ja, okay, einige von uns, also zum Beispiel ich bin so, wenn ich vor diesen Spiegel treten würde aus der unendlichen Geschichte, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, das ist das zweite Tor der drei Tore vor dem ohne Schlüsseltor und irgendwie dem Rätseltor mit der Sphinx kommt das Spiegeltor und da sieht man sein wahres Ich. Ich glaube ja nicht mehr, dass es sowas gibt wie ein wahres Ich aus psychologischen Gründen. Ich halte das für ein veraltetes Konzept, dieses wahre Ich-Gerede, und halte uns alle für multiple Persönlichkeiten in einem nicht pathologischen Sinn, aber das auch nur am Rande. So, also sagen wir so, wenn wir in den Spiegel gucken und die vielen, vielen Seiten sehen, die wir halt haben, sehen wir halt ein paar Dinge, die sind wirklich unangenehm und damit müssen wir echt umgehen. Ja, also da müssen wir uns Formen schaffen, liebevoll damit umzugehen, nicht bashend, wie wir das lange gemacht haben, nicht unterdrückend, nicht tyrannisch, nicht zwanghaft, wie wir das lange gemacht haben, nicht mit Furcht und Schrecken uns selbst zu regieren. Das gibt's schon, aber es gibt ja auch wahnsinnig viele schöne Seiten. Und es gibt vor allem diese unglaubliche Flexibilität des Menschlichen, diese Adaptivität, unsere unglaubliche Anpassungs- und Gewöhnungsfähigkeit. Und insofern bin ich halt so ein Stück weit wirklich ein eher naturwissenschaftlich veranlagter Mensch, der auch diese Brille, diese technizistische, oft fast unmenschlich distanznehmende Brille nicht mehr richtig loskriegt. Also die ist so teilweise in meinem Hirn festgewachsen. Ich habe versucht, die loszukriegen oder die zu weicher zu machen oder der mehr Schattierungen einzuführen. Es ist mir so mäßig gelungen. Aber ich habe halt diesen Blick dann weggerichtet von Naturphänomenen, die wir nicht selber sind, hin zu Naturphänomenen, die wir halt selber sind, weil wir sind ein Stück Natur. Wir können natürlich diese Grenze, und ich denke dir auch regelmäßig, zwischen Natur und Kultur denken, und die hat ihren Grund wieder im Menschlichen, in der menschlichen Psychologie, in der menschlichen Anthropologie, also wie ist der Mensch beschaffen, das macht es naheliegend, diese Differenz Natur-Kultur zu denken, aber gleichzeitig, und das ist ja
überhaupt kein Widerspruch, können wir auch die Kontinuitäten sehen. Zum Beispiel die Kontinuitäten zu unseren nächsten Verwandten, sogar auch zu unseren, also Bonobos und Schimpansen, auch zu unseren ferneren Verwandten, anderen Säugetieren oder sogar doch zu allen höheren Wirbeltieren, wenn nicht sogar zur gesamten belebten Welt, wenn nicht sogar zur unbelebten Welt. Ja? Also da sind ja Kontinuitäten da. Also wir sind Teil der Natur, kurz gesagt. Wir sind ein wirklich special, special, special Teil dieser Natur, aber wir sind trotzdem Teil dieser Natur. Und natürlich kann man das auch mal mit Distanz betrachten. Ich würde immer sagen, mit liebevoller Distanz. Ich habe ja auch oft auch das Gefühl, dass viele Wissenschaftler die Phänomene, die sie da betrachten, und das sind keine Menschen, mit großer Liebe betrachten. Und die, jetzt vergesse ich immer ihren Namen, das tut mir schrecklich leid, mein Namensgedächtnis ist zerstört, weil ich so viel mit Menschen arbeite, dass das wirklich ist nicht persönlich. Ich kann mir einfach keinen Namen mehr merken. Ich konnte es noch nie gut, aber jetzt durch zunehmender Tätigkeit mit diesen vielen tausend Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, Namen sind nicht mehr mein Ding. Sabine Hossenfelder, unglaubliche Frau, unglaublich toll, unbedingt anschauen. Ich verlinke es unten noch. Also ich glaube, sie würde das vielleicht sogar skeptisch sehen. Das wäre so eine leichte Vermutung. Ich würde sie gerne mal sprechen und das überprüfen, ob ich mich da nicht täusche. Aber ihr Thema ist ja dieses Schönheitspostulat. Ich glaube ja, das kommt aus der Antike noch, oder wenn es nicht eine anthropologische Konstante ist, kommt es aus der Antike, weil da ist es ganz klar und offen formuliert, wenn es hier in der modernen Physik implizit ist. Ja, wohl, es gibt eben auch, sie zitiert ja all diese Äußerungen, aber die zitiert halt auch antike Philosophen. Ja, also, naja. Okay, also ich glaube, sie würde das skeptisch sehen, aber ich glaube, dass das schwer rauszubringen ist aus uns Menschen. Es ist halt ein menschlicher Zug und man hat also sich viel Mühe gegeben mit Descartes, mit Thomas Hobbes, mit Bacon, die Wissenschaft zu entmenschlichen und so einen unmenschlichen Blick auf die Dinge zu haben. Aber am Ende sind halt Wissenschaftler auch Menschen, ja? Und haben menschliche Motive, ganz viele sogar. Und das ist ja, ich finde es wunderbar. Und wenn man jetzt also schon konstatieren kann, dass halt viele, viele Naturwissenschaftler sich in nichtmenschliche Phänomene verlieben, kann man vielleicht auch als gewordener Anthropologe auch konstatieren, dass man seinen Gegenstand, also die Menschheit, wirklich von Herzen liebt, unglaublich faszinierend findet, neben allem Beängstigenden und Schrecklichen, was man da auch sehen kann. Also ich bin ein tief verschreckter Mensch, ja, schon immer, schon relativ früh, sag ich mal. Also ich bin aufgewachsen mit einem Sohn, ich würde mir rückblickend konstatieren, ich bin kein Psychologe, also nicht im wissenschaftlichen Sinn, aber ich glaube, dass ich so ein paar Kriterien für soziale Angst erfüllt habe und glaube ich auch nicht zu so knapp, als ich jünger war. Und so teilweise konnte das nachheilen, aber ich bin also kein Menschenfreund. Ich bin nicht als Menschenfreund in die Welt gestolpert. Ich fand Menschen ganz furchtbar und ich hatte als Kind also wirklich massive Wunschträume, sehr, sehr früh. Ich möge bitte der einzige Mensch auf dem Planeten sein, weil alle Menschen sind so furchtbar und so beängstigend, dass das Wunschtraumfantasien waren für mich als Kind. Also, dass eine Apokalypse passiert und ich bin der einzige Mensch, der übrig bleibt mit den Tieren. Die habe ich von Herzen geliebt, wie viele Kinder. So, Tiere sind ganz toll, aber Menschen sind ganz schrecklich. Das war so mein Weltbild, würde ich sagen, so mit 4, 5, 6, 7 Jahren. Ja, und dann ist Gott sei Dank noch eine Menge passiert danach, wo sich das geändert hat. Ja, und wo ich heute, glaube ich, einen, hoffe ich, sehr liebevollen Blick habe auf uns selber. Und ja, also ich finde uns das Faszinierendste, das es gibt, auf jeden Fall für uns selber, weil ich ja glaube, dass Wissenschaft immer anthropomorph ist und anthropomorphisierend. Also, dass eine Illusion ist, eine erkenntnistheoretische Illusion ist. Wir könnten überhaupt die Welt betrachten und sie nicht menschenförmig denken. Wir machen das sehr subtil, schon unsere Sprache legt das nahe. Ich glaube, selbst wenn man, also da bin ich nicht tief genug drin, aber es ist eine spekulative Hypothese. Ich glaube, wenn man mal diesen Blick selbst auf mathematische, also hochabstrakte, und vielleicht gerade umso mehr dieses so sind, hochabstrakte mathematische Modelle anwendet, würde man immer noch Anthropomorphismen finden in diesem, was man da tut und wie da gedacht wird. Und also wir kommen halt nicht aus. Wir sind Menschen und wir gucken als Menschen auf die Welt und darin ist auch gar nichts Schlimmes. Ja, also eher ist dieser Imperativ, wir sollten doch bitte unseren Blick auf die Welt, unsere Weltwahrnehmung entmenschlichen und von uns so viel Distanz nehmen, dass wir wie Götter auf die Welt schauen. Also das hat ja die Antike auf eine gewisse Weise versucht, mit anderen Hintergrundannahmen allerdings als wir heute.
Das halte ich für das halte ich für einen problematischen Weltzugang oder einen problematischen Imperativ. Also, dass wir unsere Subjektivität mit Vorsatz ausschalten sollen. Ich glaube, es gibt kein Entkommen von dieser Subjektivität. Ich glaube, dass wir uns ein Stück weit wechselseitig korrigieren können. Das können wir uns nicht nur in der Wissenschaft, sondern vor allem machen wir das, wenn es gut läuft, in guten Beziehungen, vor allem im Alltag. Das nennen wir da Feedback oder Rückmeldung oder Beziehungsbotschaften, die uns halt sehr helfen bei unserer Orientierung in der Welt. Also wenn man sich fragt, wie orientieren sich Menschen in der Welt, dann würde ich heute antworten, mit Hilfe anderer Menschen. Und wenn die Beziehungen gut sind zwischen diesen Menschen, dann ist auch diese Kopplung, die zwischen uns besteht, ist eine sehr intensive Kopplung und auch multiple Kopplung, vielfache Kopplung, ist die sehr gut. Und wenn halt die Beziehungen scheiße sind, ist diese Kopplung scheiße und führt zu Wahrnehmungsverzerrungen und zu ganz üblen, also mit denen wir uns selber selbst schädigen. Und das gilt meines Erachtens selbst noch für alle Wissenschaften, auch für die abstraktesten und natürlich auch für alle Naturwissenschaften. Also kann man glauben, kann man nicht. Ich kann nur allen raten, sich mal ein bisschen mehr auch meine ich ernst, technisch gesehen mit therapeutischen Formen zu beschäftigen. Da gibt es ganz spannende Dinge im 20. Jahrhundert, die passiert sind. Nach Freud. Postfreudianische Therapieformen, nicht Psychoanalyse bei allem, was die vielleicht auch haben mag, aber das Interessantere kommt für mich persönlich danach. Da gibt es ganz tolle Leute, die halt mit Menschen arbeiten, unmittelbar und da halt auch ihre ursprünglich freudianischen Hypothesen angesichts ihrer Erlebnisse in dieser Arbeit falsifiziert gesehen haben und dann halt andere Dinge gemacht haben. Also kurz gesagt, die haben gelernt, weil sie viel Menschenkontakt haben, haben sie halt gelernt und haben gelernt, anders über den Menschen zu denken. Also die sind sehr spannend. Wer auch sehr spannend ist, sind Teile der Neurowissenschaft, der Hirnforschung. Und ich kann jedem Menschen nur empfehlen, egal was er tut, das wahrzunehmen. Ja, also auch Naturwissenschaftlern, ich würde auch sagen Politikern, auch Leuten, die in der Wirtschaft tätig sind. Also es ist einfach sinnvoll, wenn wir uns selber verstehen. Also da bin ich ganz bei dem alten Spruch, der überm Del Eingang zum delphischen Orakel hing: Erkenne dich selbst, gnoti seauton, noscite ipsum oder wie auch immer wir das nennen wollen. Es ist hochgradig sinnvoll und hat gesagt, wir sind da noch nicht sehr weit. Also wir haben wahnsinnig viel rausgefunden über die Welt da draußen, über die nichtmenschliche Welt. Aber was die Psychologie und die Soziologie angeht, und vor allem auch die Politikwissenschaft, liegt noch einiges im Argen. Da gibt es noch große Entdeckungen zu machen, so viel kann ich versprechen. Ich durfte Teile davon schon machen und ich fühle mich unglaublich weit voraus. Das ist ein arroganter Zug von mir. Da gibt es aber kein Entkommen bei mir. Wenn ich mir einfach anschaue, was andere Leute über Menschen sagen und Menschen denken, aus allen möglichen Ecken, dann kann ich auch mittlerweile oft noch müde lächeln, weil das alles Positionen sind, die ich auch mal hatte, die ich aber glücklich überwunden und integriert zu haben, glaube, zugunsten komplexerer Ansichten. Und zwar aus guten Gründen, nicht als Selbstbespaßung, nicht weil mein Hirn Komplexität liebt, sondern weil halt das der Sache angemessen ist. Und also unser Denken über uns selbst und über Gesellschaft ist grob unterkomplex, kann ich sagen. Und ich kann deswegen über viele Äußerungen, die ich wahrnehme, auch übrigens von Wissenschaftlern, nur noch lächeln, weil sie so kleine Aspekte und Teilwahrheiten, aber nicht die Integration schaffen mit anderen Dingen, die genauso wahr sind und die gleichzeitig stimmen. Und ich hatte Glück irgendwie und habe das geschafft für mich, da relativ weit zu kommen. Ich bin sicher nicht lange, lange, lange nicht der Weisheit letzter Schluss. Da gibt es noch so vieles zu wissen, so vieles, was ich nicht verstehe und so vieles, was ich nicht integrieren kann in mein komisches kleines Weltbild. Aber wenn ich mir die Angebote von anderen angucke, dann sorry Leute, wenn man was Besseres erkannt hat, kann man nicht mehr auf den Stand zurück. Es gibt kein Entkommen. Also man kann nicht in die Naivität zurück, wenn man da mal raus ist. Das ist nicht möglich. Das Hirn wehrt sich dagegen. Also, ich müsste wahrscheinlich Teile meines Hirns lobotomieren lassen oder ganz viel Alkohol trinken oder irgendwie so. Zu beiden Dingen habe ich nicht die geringste Neigung. Ja. Insofern gibt es kein Entkommen für mich daraus, dass ich bestimmte Dinge, die wir denken über uns selber, über die Menschheit, über unser Zusammenleben, über Politik, über wie wir funktionieren, wie wir in Beziehungen funktionieren, nur. An meinen guten Tagen lache ich drüber und an meinen schlechten Tagen weine ich drüber, wenn ich das höre oder lese, was da verbreitet wird über uns. So viel von mir, ganz persönlich. Ich hoffe, ich komme nur zu Teilen höchst arrogant rüber. Das ist meine größte Sorge, dass ich mich so unsympathisch mache, dass kein Mensch mehr sich mit mir abgeben will. Das könnte ich übrigens wirklich verstehen. Ich bewundere wirklich jeden Tag meine Frau, sie es mit mir aushält. Habe ich einen guten Griff gemacht, weil das würden wahrscheinlich nicht viele aushalten, was die mitmacht.
mein herzliches Beileid. Genau, also ich glaube, sie beneidet mich auch darum, dass ich so einen guten Griff mit ihr gemacht habe. Umgekehrt kann man das nur schwer sagen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen alles Gute. Guckt mal mehr so ein bisschen, wie Menschen ticken, wäre mein Rat, hilft uns allen weiter. Und gibt es ganz tolle Dinge zu entdecken in der modernen Psychologie, in modernen, ich nenne die ja immer Psychopraktikern, bei Psychopraktikern, also Leute, die nicht nur über Menschen nachdenken, sondern auch sich halt die Kante geben im Austausch mit Menschen, im Austausch mit sehr vielen, auch fehlangepassten Menschen, und denen es nicht gut geht. Und die haben ganz viele tolle Dinge zu sagen. Und natürlich haben Leute, Hirnforscher wie Gerald Hüther und andere, haben auch ganz tolle Dinge über uns zu sagen. Und wer noch ganz tolle Dinge über uns zu sagen haben, aus meiner Sicht zumindest, sind Historiker und Ethnologen. Ich hätte das ja gern als Leitwissenschaft für alle Wissenschaften, Ethnologie und Geschichte. Das können wahrscheinlich nur wenige mitgehen. Aber ich habe meine Gründe dafür, das zu denken, dass das vielleicht keine schlechte Idee wäre, wenn das anders als in der Neuzeit die Physik nicht mehr unsere Leitwissenschaft wäre. Aber das nur am Rande und für spätere Generationen, sage ich mal. In diesem Sinne, ceterum censeo, Demokratiam esse sortienda.